Wer in den eigenen vier Wänden wohnen will, muss in Deutschland seit Jahren ja immer tiefer in die Tasche greifen. Und doch ist kein Ende des Immobilienpreisbooms, vor allem in den Ballungsräumen, in Sicht. Auch wenn die Zinsen seit langem niedrig sind, können sich viele ein Eigenheim nicht mehr leisten. Und so kommen jetzt ganz unterschiedliche Ideen, wie das geändert werden könnte. Mario Biedermann ist auf Immobiliensuche. Die Zinsen sind zwar niedrig, doch Nebenkosten für Makler, Notargebühren und die Grunderwerbssteuer schlagen mit bis zu 15% zu Buche. Wir suchen natürlich auch, wie viele in meinem Bekanntenkreis, auch Immobilien. Aber wenn man sich anschaut, welche Kaufnebenkosten dabei sind, wie die Preise allgemein sind, dann ist das wirklich schon echt schwer zu stemmen. 46% der Deutschen besaßen 2018 Eigentum. Dabei gilt das Eigenheim nach wie vor als die beste Altersvorsorge. Das Problem: im ersten Quartal 2021 sind die Immobilienpreise um 9,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Der Markt ist knapp, die Preise hoch und das bleibt wohl so. Gerade auch jetzt Corona und jede Krise hat gezeigt, dass das Eigenheim dann immer noch mehr an Wertigkeit gewinnt. Wir erleben das auch, dass die Nachfrage nach größeren Grundstücken deutlich höher ist als früher. Eigentum wird immer mehr zu Luxus. Die Politik sucht deshalb nach Lösungen. Die FDP befürwortet einen Freibetrag für Käufer. Die SPD hat einen anderen Vorschlag. Deswegen sieht die SPD bei ihrem Konzept vor, dass es zum Beispiel bei Familien, aber auch bei allen anderen Bürger und Bürgerinnen, wenn sie denn ein Eigenheim zum ersten Mal erwerben wollen, es zu einer Senkung bzw. Ermäßigung der Grunderwerbssteuer kommt. Die Union im schleswig-holsteinischen Landtag setzt hingegen auf eine Eigenheimzulage. Nach unserem Vorschlag gibt es bei jedem Grunderwerb, der für eine selbstgenutzte Wohnimmobilie getätigt wird, einmalig im Leben eine Förderung von 5.000 Euro pro Person. Eine gute Nachricht gibt es für Käufer in Schleswig-Holstein schon jetzt. Ab 2022 soll der Ersterwerb von selbstgenutzten Immobilien im Land gefördert werden.